So, in diesem letzten Lernvideo zu dem Kapitel geht es um eine sehr schwere Aufgabe, weil es wieder um Scharfunktionen geht. Ich werde in diesem Thema nicht nur die Scharfunktion erklären, sondern allgemein auch nochmal die Anzahl der Nullstellen von einer also die bei einer Mitternachtsformel rauskommen können. Genau. Also, Scharfunktionen. Scharfunktionen sind, naja, eine Schar von Funktionen. Und damit ist gemeint, dass wir eben nicht nur eine Funktion haben, sondern dass wir statt einer Zahl in diesem Funktionsterm einen Parameter haben, der sich ändern kann. Wenn wir uns aber eine Funktion anschauen aus dieser Schar von vielen, vielen, vielen Funktionen, dann ist dieser Parameter einfach nur eine Zahl. Und das kann ich jetzt beispielsweise hier zeigen, wenn ich das t, das hier ja am Ende steht, als 1 mache. Dann habe ich einfach g1 von x und das ist gleich minus x plus 1. Das ist eine stinknormale Funktion. Ich lasse mein x durchlaufen, das heißt, ich setze einfach für mein x die verschiedenen Werte ein. Ich kann es perfekt berechnen, weil hinten steht ja nur eine plus 1 und so kriege ich meine Gerade raus. Und diese plus 1, wissen wir, ist nichts anderes als der y-Achsenabschnitt. Genau. So, das heißt, das ist eine Funktion aus unserer Schar von Funktionen. Eine andere wäre zum Beispiel, wenn ich hier auf die 5 gehe. So, jetzt habe ich minus x plus 5 als Funktionsterm und das ist jetzt wieder aber eine einzige Funktion. Es ist eine Gerade. Das heißt, wir stellen uns eine Schalsfunktion einfach nur vor als immer eine Funktion, die aber unterschiedliche y-Achsenabschnitte, also bei der aber der y-Achsenabschnitt noch nicht festgelegt ist, sondern wir können ihn eben noch einstellen. Wichtig dabei ist aber, es ist nichts anderes als eine Zahl. Es ist also keine Variable, weil die Variable ist hier das x und die Variable, die lassen wir durchlaufen, wenn wir eine Funktion bilden. Das heißt, da setzen wir dann die Werte von minus 10 bis plus 10 zum Beispiel ein und schauen immer, was als y rauskommt und so entsteht eine Funktionsgerade in dem Fall. Aber dieses t, das lassen wir eben nicht durchlaufen, sondern wenn wir eine Funktion zeichnen, ist das ein konkreter Wert. So. Das heißt, wir haben hier eine Menge von Funktionen und wir sollen jetzt genau die Funktion g finden, so dass die Parabel nur berührt wird. Und das können wir mal ausprobieren hier optisch. Zack, wenn ich hier runtergehe. Aha, noch ist mein t zu groß. Aha, immer noch. Ah. Jetzt schaut es doch so aus, als würde sich die Gerade nur an die Parabel anschmiegen und sie nicht schneiden. Wir sehen, wenn ich 2,5 einsetze, dann müsste das so passen. Aber das reicht den Mathematikern natürlich nicht, weil wir sehen nicht, ob es da nicht heimlich doch so einen kleinen Schnitt gibt und wir irgendeine bescheuerte Lösung haben wie 2,51 oder so, damit es sich nur berührt. Also müssen wir das rechnerisch nachweisen. Ja, und da sind wir jetzt schon tief in der Mathematik tatsächlich. Also, das heißt, wir werden jetzt g behandeln, als wäre es eine stinknormale Funktion. Uns ist völlig wurscht, dass es eine Schar ist. Und das t, das schleppen wir immer mit, als wäre es eine Konstante, also als wäre es zum Beispiel eine 3. Das ignorieren wir, weil dann ist die Aufgabe tatsächlich ganz gut lösbar. Man muss es nur schaffen, das zu ignorieren. Das schaffen wir ja. Also, machen wir uns an die Lösung. Ich habe die zwei geforderten Geraden aus dem Teil A eingezeichnet. Die helfen uns jetzt zwar nicht in der Lösung, aber in der Anschauung. Wir wollen die Schnittpunkte berechnen, beziehungsweise wir wollen es ja schaffen, dass wir genau einen Schnittpunkt haben. Gut. Also fangen wir doch einfach an, die Schnittpunkte zu berechnen und schauen, was uns alles passieren wird. Das heißt, unser erster Schritt ist, berechnen wir Schnittpunkte. Also erstens Schnittpunkte allgemein berechnen. So, na, das wissen wir alle. Ich glaube, da sage ich jetzt kein mein Geheimnis. Um einen Schnittpunkt zu berechnen, müssen wir die zwei Funktionen einfach gleichsetzen. Also, unsere Funktionstherme lauten hier 1 halb x minus 2 zum Quadrat plus 1. Hoppla, zack, ist gleich. So, und g lasse ich allgemein, weil ich weiß ja noch nicht, was das richtige g ist, gell? Also mache ich hier. Minus x plus t. T ist eine Zahl. Ich weiß, ich hack drauf rum, aber es ist echt total wichtig. So.
Ja, wir müssen nach x auflösen. Das heißt, zuerst werden wir mal diese Drecksklammer los. Los geht's. Es ist ein Quadrat, das heißt, das ist eine binomische Formel. Also ein halb mal, gut, das erste zum Quadrat minus das erste mal das zweite mal 2. Das wären also 4x plus das zweite zum Quadrat, also 4 plus 1. Wichtig hier ist, dass ich die Klammer unbedingt stehen lasse, weil wir haben ja den Vorfaktor 1/2. Der Vorfaktor 1/2 bezieht sich auf alles. Das bedeutet, also auf die ganze Klammer zum Quadrat, das bedeutet, den habe ich noch nicht verrechnet, also muss ich die Klammer noch lassen, dass ich ihn ja auf alles beziehe. Los geht's. Jetzt ziehe ich also das 1/2 rein, also multipliziere ich jeden einzelnen Summanden mit 1/2. So, plus 1 ist minus x plus t. Oh, welche Überraschung. Wir haben den Term x Quadrat, den Term x, iyy. Also werden wir es nicht schaffen, nach x aufzulösen. Wir werden also versuchen, die Mitternachtsformel anzuwenden. Dazu tun wir so, als wäre es ein Nullstellenproblem, auch wenn es keins ist. Und damit es so wäre wie ein Nullstellenproblem, muss ich alles auf eine Seite bringen und gleich 0 setzen. Das darf ich ja machen, weil ich darf eine Gleichung umstellen, wie ich gerade lustig bin. Ja, das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir rechnen hier plus das x und minus das t. Dann haben wir hier nämlich einfach 0 stehen. Hier auf der Seite vereinfache ich mal. Und zwar, wir haben hier die minus 2x plus 1x sind also minus 2 plus 1 ist minus 1. Minus x also nur. Ihr könnt auch 1x schreiben. So, die 2 und die 1 fasse ich hier mal zusammen. Das ist dann eine 3. Und dann habe ich noch das minus t dastehen. Ist es jetzt schon die Mitternachtsformel oder nicht? Also der Term, den ich in die Mitternachtsformel einsetzen kann. Die Antwort ist ja, obwohl wir dieses t haben. Weil wir haben ja gesagt, das t ist einfach eine Zahl. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüben g1 anschauen würde, wäre das t einfach 1. Wenn ich das gemacht hätte, würde hier stehen, dass 3 minus 1 2 ergibt. Also würde hier einfach nur eine 2 stehen. Fertig. So, jetzt steht hier aber ein t und wir wissen noch nicht, welche Zahl es ist. Also sage ich, egal was mein t ist, dieser Teil hier ist die Konstante am Ende. Das heißt, dieser Teil hier ist das c. Okay, das ist jetzt das Ungewöhnliche und das ist quasi das Einzige, wo sich jetzt diese Schar ändert im Verhältnis zum normalen Verfahren, dass wir hier eben checken müssen, ich muss quasi 3 minus t allgemein berechnen, um das c rauszubekommen. Also ist das mein c. Gut. So, das heißt, wir würden jetzt gerne die Mitternachtsformel anwenden. Aber Moment, unser Ziel ist ja gar nicht, die Schnittpunkte zu berechnen, sondern unser Ziel ist, das t zu berechnen, sodass es einen Schnittpunkt gibt. Jetzt ist das hier die Lösung, um die Schnittpunkte allgemein zu berechnen. Und jetzt müssen wir uns fragen, naja, wann gäbe es denn nur einen einzigen Schnittpunkt? Und dazu müssen wir uns die Mitternachtsformel genauer anschauen. Bei der Mitternachtsformel können wir drei Fälle haben. Entweder zwei Lösungen, dann haben wir es so, dass wir dastehen haben, unsere normale Mitternachtsformel plus minus durch die 2a und jetzt ist da eine Wurzel mit was Positivem drin. In dem Fall kann ich nämlich die Wurzel berechnen. Die Wurzel ergibt nicht 0, also habe ich hier einmal plus irgendwas und einmal minus irgendwas. Es sind also zwei unterschiedliche Ergebnisse, die ich bekomme. Das heißt, das ist der Fall, den ich nicht haben möchte. Eine Lösung habe ich, wenn ich die Wurzel zwar berechnen kann, sie aber 0 ergibt. Weil wenn ich jetzt plus minus die 0 rechne zu dem b hier, dann ist mir das ja völlig wurscht. Also ich zähle nichts dazu, also gibt es auch nur eine Lösung, egal ob ich plus die 0 oder minus die 0 mache. Also habe ich genau in diesem Fall nur eine Lösung. Keine Lösung hätte ich, wenn die Wurzel negativ wäre, weil dann kann ich die Wurzel gar nicht ausrechnen. Schreibe ich jetzt nicht hin, weil das ist nicht der Fall, den wir suchen. Das bedeutet, eigentlich geht es uns nur darum, dass diese Wurzel 0 ergibt. Wenn wir jetzt also das t finden, die eine Funktion, sodass in der Wurzel eine 0 rauskommt, haben wir genau das t gefunden, sodass wir nur einen Schnittpunkt haben. Na, wunderbar, oder? Das bedeutet, wir sparen uns total viel Arbeit und schreiben nicht die ganze Mitternachtsformel auf,
sondern wir schreiben nur das auf, was in der Wurzel stehen würde. Und zwar in der Wurzel soll also die 0 rauskommen und in der Wurzel müssen wir errechnen b² minus 4ac. Das ist das, was ja in der Mitternachtsformel da drin steht. Cool. Jetzt versuchen wir das mal so weit es geht auszufüllen. Das setzen wir einfach nur ein. Das b hier ist minus 1, das heißt minus 1 zum Quadrat ist 1, minus 4 mal 1/2 mal, so, und das c ist jetzt einfach 3 minus t, weil das wissen wir noch nicht. Das hängt jetzt davon ab, welche Schar wir haben. So, vereinfachen wir weiter. 2, 4 mal 1/2 ist ja 2, das heißt, ich rechne jetzt 2 mal 3 ist 6 und ich rechne 2 mal minus 2, Achtung, das mit Vorzeichen mitnehmen, minus 2 mal minus t und das ist dann plus 2t. Ist gleich 0. So. Was machen wir jetzt mit dem Term? Naja, wir lösen ihn nach t auf. Erstens, wir haben nur noch t, also werden wir wohl danach auflösen müssen. Aber vor allem zweitens, weil das t ja die Zahl ist, die uns sagt, in welcher Schar wir sind. Und ich suche jetzt das t, sodass hier genau 0 rauskommt, weil dann habe ich ja die Funktion g, die bei der Wurzel in der Mitternachtsformel genau 0 rauskriegt, die also insgesamt bei den Schnittpunkten nur eine Lösung kriegt. Also ist es die Funktion, die die Parabel nur berührt. Hui, das ist der wichtige Gedankenschritt. Also, das Rechnerische ist ganz leicht. Wir stellen um. 1 minus 6 ist minus 5. Minus 5 stelle ich rüber, ist also 5. Das heißt, ich habe da stehen, 2t ist 5. Also ist t gleich 2,5, was auch unserer Vermutung entspricht. So, das war jetzt viel verwurstelt. Also in einer Aufgabe viel Stoff verwurstelt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Die letzte Aufgabe C ist sehr einfach. Wir sehen, je größer das t ist, desto höher ist die Gerade. Das bedeutet, wenn wir wollen, dass sie die Parabel zweimal schneidet, müssen wir t einfach größer als 2,5 wählen, weil es dann ja höher ist als das t, wo es das nur berührt. Das ist also leicht. Das Wichtige war jetzt, dass ihr versteht, wieso muss ich bei der Mitternachtsformel nur die Wurzel anschauen und wieso sind Scharfunktionen eigentlich nichts, vor dem man Angst haben muss. So, und bevor das Ganze hier noch eine Viertelstunde lang wird, beenden wir das hier. Damit habt ihr es geschafft. Und ich hoffe, der Mathearbeitsauftrag war okay. Genau, und wir hören uns, sehen uns vielleicht und vor allem lesen nächste Woche wieder voneinander. Tschüss!